Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing-Video hier auf Gameplay Gamers und natürlich auch auf YouTube. Heute geht es um den Anime Akonohana, die Blumen des Bösen. Veröffentlicht wurde der Anime von KC Anime, wie ihr es hier oben am Logo erkennen könnt. Hierbei handelt es sich um die Blu-ray-Fassung. Und ich zeige euch direkt mal beide Volumes, weil die zusammengehören meiner Meinung nach. Und ja, ich denke mal, fangen wir direkt mal mit der ersten Volume an. Also im Hintergrund seht ihr hier eine der Blumen des Bösen. Also die Blumen des Bösen ist ja eigentlich, ich glaube, ein Gedichtband oder eine Gedichtsammlung von Baudelaire. Und eigentlich hat die Blumen des Bösen so gut wie nichts mit dem Anime zu tun. Also ich muss dazu sagen, ich habe die Gedichte nie gelesen, kann es halt nicht genau sagen. Allerdings wird diese Gedichtsammlung eben zentraler Bestandteil oder der Auslöser, der dann eben für eine Kettenreaktion sorgt. Ich halte euch, wenn euch die Handlung interessiert, einfach mal den Text in die Kamera. Hier unten könnt ihr dann auch die technischen Spezifikationen erkennen. Also Sprachen Deutsch und Japanisch. Untertitel gibt es dann bei der japanischen Fassung in Deutsch. Ja, deutsche Untertitel halt. 7 Episoden sind in der ersten Volume enthalten. Der Ton liegt in DTS HD Master Audio 2.0 vor. Bildformat 1080p. Laufzeit etwa 175 Minuten. Und dazu gibt es dann ein Booklet. Das Booklet ist im Übrigen eingeklebt. Kann, ich denke mal, wenn man sich Mühe gibt, entfernt werden. Aber warum will man das tun? Und das Booklet liest man dann quasi wie im Japanischen von vorne nach hinten. Enthält dann Informationen zu den verschiedenen Episoden und zu den Charakteren und beinhaltet auch exklusive Manga-Ausschnitte, was mich ziemlich freut, weil ich die sehr interessant finde. Ich finde es halt nur schade, dass es den Manga von Akonohana hierzulande noch nicht auf Deutsch gibt, denn die Serie wurde leider nicht abgeschlossen. Ich weiß leider nicht, wie der Manga tatsächlich richtig fortgeführt worden ist in Japan. Da kenne ich mich leider nicht so ganz aus. Allerdings finde ich es halt sehr schade, weil vor allem in der letzten Episode nutzt man sogar ein Flash-Forward, um auf Ereignisse einzugehen, die noch überhaupt nicht passiert sind. Und ja, da würde ich eine zweite Staffel doch sehr begrüßen. Viele fragen sich jetzt natürlich, warum sieht der Anime denn überhaupt so komisch gezeichnet aus? Ich weiß nicht, man kann es vielleicht hier so im Hintergrund sehen, wenn auch nur schwach. Also es wurde tatsächlich mit dem Rotoskopieverfahren gearbeitet, also es wurde erst einmal alles mit echten Schauspielern aufgenommen und dann in Anime-Form umgewandelt. Sieht meiner Meinung nach sehr bescheiden aus, also das war damals im Herr der Ringe Zeichentrickfilm wesentlich besser gemacht als jetzt hier bei dem Anime, und da liegen bestimmt 40 Jahre dazwischen, also da hätte ich jetzt mehr erwartet, aber trotzdem, die Handlung um einen Jungen, der als Perverse abgestempelt wird und immer mehr quasi in dieses System oder in dieses Schubladendenken hineinfällt, finde ich ziemlich interessant gemacht. Die Geschichte ist also auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen da. Ansonsten schreibt mir doch gerne auch Kritik in die Kommentare, und wenn ihr irgendwas über Akonohana wissen wollt, dürft ihr die Fragen eben dort auch stellen. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!